wir spielen jetzt immer zu null, deswegen reicht ein Tor. Aber uns wäre auch mal lieber, wenn wir zu Hause die zahlreichen Fans haben mit mehr Tore haben wieder verabschieden dürfen. Und das wäre heute durchaus möglich gewesen. Wir haben sehr hohen Respekt gehabt. Wir haben gewusst, die kommen von einem super Lauf daher, haben gegen Salzburg, glaube ich, hätten es 5-2 gewinnen können. Eine ganz starke Vorstellung der letzten Wochen von Admira. Und dementsprechend haben wir agieren müssen. Also wir wollten dann gleich von Anfang an Zeichen setzen, aggressiv sein, nahe am Mann sein. Und ich habe verlangt, dass wir mehr kicken, mehr Fußball spielen. Wir haben ein bisschen geschliffen an unserer Spieleröffnung. Das müssen wir noch besser machen. Aber ich denke, dass wir erst ab jetzt sehr, sehr stark waren. Guter Auftritt, war sehr fokussiert, konzentriert, körperlich topfit. Und zweite Halbzeit waren dann immer wieder Phasen, wo wir unnötige Ballverluste hatten, wo Admira dann den einen oder anderen Pass in die Tiefe hat spielen können. Aber er muss auch Komplimenten machen der Mannschaft. Also wir haben sehr, sehr gut verteidigt in vielen Phasen und haben dann unsere Konter nicht zu Ende gespielt, beziehungsweise unsere Chancen nicht genutzt. Bis dahin, bis zu den Chancen, war das meistens sehr gut. Und das muss ich halt schon kritisieren. Also wir müssen wirklich viel mehr Tore machen. Also es muss natürlich heute ganz anders ausgehen. Ich glaube, dass wir über 90 Minuten heute klar bessere Mannschaft waren. Wir haben etliche Chancen vergeben. Ich glaube, das Spiel heute hätte gut und gerne 5-6-0 ausgehen können für uns. Wie gesagt, wir waren aggressiv, wir waren spielerisch heute dominant und waren über 90 Minuten wirklich die klar bessere Mannschaft und hätten viel, viel höher gewinnen müssen. Ich denke, mit dem Ergebnis und mit den 3 Punkten kann man sehr zufrieden sein. Mit der Chancenauswertung nicht so. Ich denke, wir müssen früher das Spiel entscheiden und dann hat man am Ende auch noch richtig Chance auf 2-0. Und wir müssen einfach schauen, dass wir die Tore machen, nicht, dass er mal blöd hergeht und die schießen am Ende noch das 1-1. Das wäre ganz bitter für uns. Ich denke, der Quilly hadert zu sehr mit seinen vergebenen Chancen. Die Körpersprache ist dann oft nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ich verstehe es aber, ich war Stürmer, wenn man dann viele Chancen verhaut und wochenlang nicht trifft, ist die Konzentration ganz anders. Das ist dann, man ist dann zurückhaltend. Er braucht mehr Spannung, er braucht mehr positive Energie. Was ich aber der Mannschaft wieder zur Mannschaft sagen muss, dass sie ihn gehoben haben in der Pause, ihn aufgebaut haben und für ihn gerackert und gekämpft haben. Und das ist, glaube ich, jetzt auch das Geheimnis unseres Erfolges der letzten Wochen und heute, dass wir einer für alle und alle für einen da sind. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig. Wir haben jetzt einen Privattrainer, also den Radovic, eingefügt und schauen mal, dass wir da kommen. Das ist so bei einem Stürmer, wenn er nicht trifft. Das ist halt Pech. Ja. Sie machen halt die Tore im Moment nicht, aber auch wir machen sie nicht. Der Louis hat noch eine Chance gehabt, ich habe 2 Chancen gehabt. Also von dem her sind sie nicht nur die Stürmer, die nicht treffen, sondern wir genauso. Wir müssen einer da einfach weiterhin helfen, für sie da sein und der Knoten wird irgendwann platzen und dann werden sie wieder treffen. Ja, wir freuen uns über den Sieg. Jetzt nächste Woche gegen Sturm, eine sehr starke Mannschaft und hoffentlich holen wir dort auch die 3 Punkte. In Graz nächste Woche werden wir sicher nicht so viele Chancen bekommen, da müssen wir wieder konsequenter werden. Aber wie gesagt, wir sind zufrieden mit dem Sieg, wobei der heute deutlich höher sein hat müssen. 1-0 reicht dort auch, oder?